haben wir auch eine Schicht gut verrotteten Pferdemist aufgebracht. Das haben wir jetzt alles mit einem kleinen Traktor eingeackert. Und das dient der Bodenverbesserung, der Humuszufuhr. So kleine Ecken, wo jetzt der Traktor nicht hinkommt, müssen wir auch mit dem Spaten graben. Und wir haben uns in diesem Jahr entschieden, in Vorbereitung der Buga, dass wir jetzt ungefähr ein Viertel der Fläche vom großen Blumenbeet nicht mit Blumenzwiebeln bestücken, sondern dass wir das mit Pferdemist verbessern und im Winter ackern, dass der Frost richtig die Schollen zerfrieren kann, dass wir im nächsten Jahr eine gute Bodenstruktur haben. Und damit gewährleistet ist, dass wir nächstes Jahr guten Erfolg haben, denn natürlich auch im Buga-Jahr.